wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Wir machen das Fenster oder hin? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Oh, was kommt jetzt? Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Das war ein schöner Satz. Komm, Junge. So oft oder so selten ihr wollt. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das eine neue Freundin, okay. Moment. Und nehmt den hier. Oh! Dient euch in der Welt zu die Funktion, die wir jetzt kriegen. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Ist im Prinzip wie aus Horizon. Ne? Der Kompass over am Bildschirmrand? Ich sehe ein Boot. Kenn ich aus Horizon. Gibt es das noch in anderen Spielen? Keine Ahnung, in die Comments schreiben. Konzentrieren, Junge! Was sind das für Dinger? Über dir, pass auf! Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Gehört das zur Hex? Ich mach alles kaputt. Alles sehr schmuck kaputt geschlagen. Was ist das da hin? Nichts. Hier ist eine Truhe, die ist offensichtlich. Talisman, okay. L1 und Kreis zum Aktivieren. Ja, was habe ich jetzt? Ich habe was verkehrt gemacht. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn jetzt der Talisman?
Och, keine Ahnung. Weiter geht's. Da drüben! Was da drüben? Da ist das Boot. Was will der Clay? Immer noch ein Luft. Was ist? Kleiner, ich hab da Fehler gemacht. Hey Leute, wo ist der Talisman? Ich weiß nicht, wo der Talisman ist. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Aber mit Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Die Steuerung mit dem Boot ist auch immer so knifflig, ich sag. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldi. Baldi. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Wo müssen wir hin? So lang. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Klasse. Haben wir jetzt die Axt verloren? Ohne Scheiß? Was geht hier ab? Oh mein Gott! Das Wasser war doch auf einmal noch so ruhig. Alles wird dunkel. Was ist das? Oh Gott, das ist riesig. Oh mein Gott! Was? Boah, sieht die Hammer aus. Bleib ruhig, Junge. Bin ich. Das ist toll.
Er ist hin und weg. Sie ist recht. Ich hab nur Keyword verstanden. Was sagt sie? Keine Ahnung. Kommt zu mir. Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Der Claire ist hin und weg. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind Nein. die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Ja, Kleine, wir sehen uns vorher ein bisschen um. Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Okay, ich kann hier anscheinend nichts machen, sonst auf dem Boot. Na, die Schlangen, Wahnsinn. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Das ist falsch. Oh, warte mal. Nicht. Keine Ahnung. Alles ausprobiert, geht nix. Herr Frosch. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Dass man denn noch muss sehen. Was er wohl will. Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Rennt ihr überall so herum? Puh. Ja, dann zeig mal her, was du Neues drauf hast. Ja. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Weltenbaum. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn okay. ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen.
Gerne, hab geöffnet. So. Nicht genügend Ressourcen. Frostflamme. Du musst's nur sagen, Kleiner. Dein Auge auf die Frost, in Ordnung. Was hast du vergessen? Genügend Ressourcen. Weltenstaub. 4 Stück. Und wo findet man das? Wie findet man Weltenstaub? Keine Ahnung. Brauchen. Sieht ja Hammer aus. Zauber. Vitalität. Blinkzeit. Runenkraft. Glück. Mhm. Ablenkzeit. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Und warum habe ich die Ausrüstung nicht an? So. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich wusste nicht, dass das passiert. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen, nein, das hier ist etwas anderes.
Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ich will auch in das Rohr. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Dann halt wieder runter. Wir dürfen anscheinend nicht. Ich hab dreimal gedrückt. Was sind das für Typen? Okay, der Clay fühlt sich also sicher im Kampf. Ich gehe ganz schön ab. Zum Berg. Bereit. Alter, der Ingang sieht ja auch schon wieder fett aus. Oh, Kleiner. Komm her. Baba kann nicht lesen. Hm. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Mit was? Ich kann sie nicht lesen. Ja, ist klar. Gut. Da stand ein Kleiner. So, ich würde sagen, da machen wir jetzt erstmal wieder Cut. Meine Sturmtruppler. Mit Kratos und Atreus. Wir sehen uns zum nächsten Folgeclip. Wenn ich wieder weiter zock. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles gut? Weiter? Soll ich weiter? Willkommen, meine Sturmtruppler, zu God of War. Die Geschichte um Kratos und Atreus geht weiter. Die haben wir ja das letzte Mal gecuttet. Ich vermute mal, ich muss beide Seiten drehen. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier ist wieder ein Schiff. Geht hier vor. Als das Wasser gesunken ist, wurde neue Strände freigelegt. Wir sollten dort nach Ressourcen suchen. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Leider weiß ich von der Geschichte auch leider gar nichts. War die Mutter im letzten Teil zu sie? Konnte man die Zusammenführung des Kriegerpaares dort sehen? Weiß ich nichts davor. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Yeah.
eine von deinen Türen, die er uns beigebracht hat. Dann schauen wir uns doch mal weiter. Wir sollen ja hier irgendwelche Ressourcen finden. Muss nur der Player abschießen. Komm, Junge. Das war wieder ein Grab. Interessant. Er hört etwas klopfen. Wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Was steht da? Jawohl. Diese Runen lauten Tod im Inneren. Dann mal an die Arbeit. Also, doch. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Die Wöllundere Minen liegen direkt hinter diesen Türen. Ihr könnt euch ebenso gut mal drinnen umsehen. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbaue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Okay. Ist das also, quasi so ein Nebequest oder was? Sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir? Ich meine, ich suche weiter. Ja, das gefällt mir schon wieder nicht.
besser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an.